Ich mache jetzt weiter damit, diesen Graben hier mit den Böschungen zu versehen. Dazu schütte ich Sand auf und beträufle den mit Leimwasser. Aber vorher mache ich den Graben noch ein bisschen sauber. Beim letzten Mal hatte ich herausbekommen, dass es sehr gute Ergebnisse zeitigt, wenn ich die Sandschüttung einfach mit diesem Stück Styropor abziehe. Und da habe ich jetzt diese Erkenntnis gleich noch einmal genutzt. Kommt wieder das bekannte Träufeln. Könnte ja noch für ein bisschen mehr Licht sorgen, ist mir gerade aufgegangen. Weil ich gerade beschlossen habe, längere Zeit in diesem Sektor hier zu arbeiten, setze ich auch die Kamera noch vernünftig um. Was hier jetzt noch fehlt, ich lege erstmal die Gleise zur Seite, das ist ja ein Verbindungsstück zwischen dem Punkt und dem Punkt. Hier in der Mitte ist ja aufgeschüttetes Bahngelände und hier ist die übliche Landschaft und so werde ich mir jetzt erst einmal ein Stück dafür zuschneiden. Thank you.
erstes kürze ich es in der Länge. Und dann natürlich auch wieder in der Breite. Da kann ruhig noch etwas mehr von weg. Lang drauf. Damit wäre die Sache zumindest schon mal erledigt. Jetzt mache ich einfach mal mit meinem Graben hier weiter. Bis hier vorne kann ich den Graben noch weitermachen. Ab da muss ich mir überlegen, wie ich mit der Ladestraße umgehe.
Aber das findet sich schon. In Sachen Sauberkeit hat so ein Pinsel gegenüber so einem Glattbrett natürlich seine Vorteile. Okay, ein bisschen weiter kann ich ja noch. Was natürlich auch zu machen ist, ist diese Wiese hier oder hier im hinteren Bereich ist es ja schon fast mehr Übergang zu einem kleinen Nadelwäldchen. Also eben diese Wiese hier mit einer ersten Schicht Material zu bestreuen. Jetzt schaffe ich es nicht mal mehr, die noch zu beträufeln.